Hi und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Zurück zur Selbstversorgung Folge 9. Wir gehen auf die Zweistelligkeit zu. Da muss ich mir ja wohl was ganz Besonderes überlegen in Kürze. Naja, wir haben jetzt Anfang März. Ich schicke euch nochmal zurück zu einem kurzen Ausblick in den Februar, genauer gesagt den 18. Wir haben da mit den ersten Gartenarbeiten draußen auf dem Acker gestartet und ihr werdet sehen, wie wir zu der ganzen Pflanzenanzucht hier gekommen sind. Wir haben jede Menge ausgesät. Mittlerweile stehen hier in voller Pracht die Paprikas, Chilis, Physalis, aber auch weiter hinten die ersten Kohlsorten, Schnittlauch und so weiter. Ganz frisch eingetroffen auch unsere Saatkartoffeln, dazu aber in einem späteren Video mehr. Und in der nächsten Episode könnt ihr euch auf jeden Fall auch aufs Pflügen freuen, denn so langsam wird es endlich trocken draußen, sodass wir mit den Erdarbeiten starten können. Ich freue mich tierisch loszulegen. Jetzt aber viel Spaß mit den nächsten 20 Minuten und hoffentlich bis zum nächsten Video. Also, bis dann. Moin moin zusammen. Wir haben Mitte Februar und die ersten Gartenarbeiten für dieses Jahr stehen an. Wir befinden uns hier mitten in unseren Erdbeeren und hier musste ich Erschreckendes feststellen. Die Mäuse sind in der Winterzeit über die Erdbeerwurzeln hergefallen und ich hoffe, die meisten Pflanzen haben dennoch irgendwie überlebt. Ich habe schon mal so ein bisschen angezogen, ob sie komplett locker sind oder noch irgendwie verwurzelt. Bis jetzt hatte ich noch keine, die ich so rausnehmen konnte. Von daher, toi toi toi, wir werden das jetzt einmal durchhackern. Wir starten jetzt erstmal mit dem Dreizack. Lockern das Ganze auf, denn ich denke, über den Winter hat sich doch alles verfestigt und natürlich letztes Jahr beim Erdbeerpflücken immer drauf rumgetrampelt. Deswegen jetzt erstmal die erste Lockerungsphase. Ich finde hier immer wieder Müll im Garten, ne? Wo der auch immer herkommt. Weg damit. Ihr seht, der Boden ist natürlich noch super feucht. Es hat sehr viel geregnet diesen Winter. Es wird schwierig, aber es muss gemacht werden. Die Wiese kommt überall zurück und verwurzelt sich natürlich kräftig. Je länger wir warten, desto schlimmer wird das. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen zu kämpfen. Ich schwitze jetzt schon. Boah, was für eine Schwerstarbeit. Wir sind auf jeden Fall gut warm gearbeitet. Ich habe das jetzt erstmal nur richtig grob durchgehackt, die ganzen Unkrautbüschel rausgerissen, möglichst umgedreht, mit der Wurzel nach oben zeigend. Ja, so lassen wir das jetzt erstmal liegen. Da müssen wir sicherlich nochmal, wenn es ein bisschen abgetrocknet ist, fein durchgehen und dann wird das neu gemulcht. Jetzt widmen wir uns den jungen Erdbeeren, die Ableger und dem Knoblauch sowie Zwiebeln. Hier versuche ich es jetzt erstmal mit der Pendelhacke, denn das hier haben wir noch im Oktober, November gefräst, aufgelockert, dann den Knoblauch gesteckt und die Zwiebeln. Hier sollte das hoffentlich mit der Pendelhacke hier noch ein bisschen einfacher gehen. Wir versuchen das mal. Das geht auf jeden Fall ganz gut. Man muss natürlich sehr sanft hier durchgehen und aufpassen, dass man keine Zwiebeln oder Knoblauch erwischt. Das wäre schade. Aber so sind wir hier relativ schnell am Start und haben das Unkraut gestört. In diesem Bereich hatte ich die Knoblauch- und Zwiebelpflanzen einfach zu dicht gesteckt und bin da mit der großen Pendelhacke nicht mehr durchgekommen. Daher habe ich hier so ein kleines Handwerkzeug, damit geht das ideal. So viel Unkraut war es dazwischen aber gar nicht, hier und da ein kleiner Grasbüschel und schon sahen die Reihen wieder tipptopp aus. Jetzt habe ich mir noch die große Hacke geschnappt, denn ich habe natürlich immer wieder das Problem, dass mir die Wiese in die Beetflächen reinwächst. Das passiert das ganze Jahr über. Ich habe schon mal überlegt, ob ich nicht einfach Bretter als Kante setze nach dem Pflügen und Fräsen. Aber naja, ich bin noch nicht so ganz warm mit dem Gedanken. Mal schauen, wie wir das dieses Jahr anstellen werden.
Eine Sache, die ich auf jeden Fall im Herbst versäumt habe, ist die Brombeeren hier zu beschneiden. Die alten Triebe, also die, die Früchte getragen haben, man sieht das hier, die schneiden wir so 3-4 Zentimeter über dem Boden einfach weg. Die neuen Triebe nebendran sind schon unterwegs. Da werden also in diesem Jahr dann die Früchte, die Beeren dranhängen. Oh, also alter Kram weg, Platz für Neues schaffen. Was ist das für eine Freude für mich hier, den Rhabarber wieder sprießen zu sehen. Ich dachte schon, der ist tot, denn letztes Jahr wurden die Blätter immer wieder zurückgefressen von irgendwelchen Viechern, Erdflöhen etc. Also super, dass der hier wieder am Kommen ist. Was ihr hier für Bahnen sehen könnt, das ist Silofolie. Damit habe ich die Grasfläche abgedeckt, damit das Ganze abstirbt. Denn ich möchte die Beetfläche in diesem Bereich noch ein wenig erweitern, damit beide Ackerflächen jeweils 10-11 Meter in der Breite sind. Das soll es fürs Erste mit der Gartenarbeit 2024 gewesen sein. Der Start ist gemacht. Ich muss allerdings feststellen, dass der Boden noch viel zu schwer und feucht ist. Wir brauchen einfach eine längere Trockenperiode jetzt, denn wir wollen natürlich den Acker hier hinter mir mit dem Traktor umpflügen. Da ist mittlerweile so viel Wiese zurückgekommen, so viel Unkraut und so weiter. Das muss einfach einmal wieder durchgepflügt werden. Anders können wir das hier nicht in den Griff kriegen. Das kommt in einer der nachfolgenden Episoden auf jeden Fall. Was wir jetzt machen werden, wir werden reingehen und zwar ins Haus zu unserer Anzuchtstation, denn wir haben jede Menge Aussaaten zu erledigen. Und ich zeige euch, wie weit die Paprikas, Chilis und so weiter sind. Also, komm mit. Die Tage war ich erstmal wieder im Baumarkt und habe eine ganze Palette voll mit Pflanzenerde gekauft. Das geht immer richtig ins Geld und dafür brauche ich in Zukunft auf jeden Fall noch eine andere Lösung. Die wollen wir selber herstellen, aber momentan reicht unser Kompostmaterial noch nicht aus. Das ist noch ein Thema, womit ich mich auf jeden Fall weiter beschäftigen muss. Und der kleine Olemann, der guckt uns zu und freut sich, während Lasse und ich die Quickpot-Platten vorbereiten und sie mit Erde befüllen. Erdlumpen. Und jetzt verteilen. Der Lasse macht jetzt die erste Quickpot-Platte fertig, eine 77er. Und wir haben uns extra hier so eine schöne Erdplatte gebaut mit einem Rahmen, damit die ganze Erde nicht immer auf dem Boden krümmelt und die Mama sauer ist. Überall gleichmäßig drücken. Gut, nicht ganz so fest. Jede Menge Saatguttüten für den Monat Februar liegen bereit. Die wichtigsten sind für uns jetzt der Stangensellerie, der Knollensellerie, Sommerlauch und auf jeden Fall die dicke Bohne. Die werden wir nicht nach draußen bringen. Ich bin da ein bisschen unsicher. Wir haben noch ein paar Frostnächte, wo es auch -3, -4 werden könnte. Wir ziehen die lieber vor in Quickpot-Platten und dann, wenn wir sicher sind, dass draußen die Temperaturen passen, kommen die ins Beet. Außerdem haben wir so auch keine Ausfälle in der Reihe. Dann haben wir noch Sweet Banana Paprika, eigenes Saatgut. Da werde ich noch ein paar Aussaaten vornehmen, denn die Paprikapflanzen, die wir bereits schon hier stehen haben und die richtig mächtig wachsen und gedeihen, sind ein paar zu wenige für unsere Planung hier. Sind nicht alle gekeimt, deswegen brauchen wir noch ein bisschen Nachschub. Dann haben wir hier noch Wintersalate, Mizuna und dann so die ersten Kohlsorten bzw. vielleicht auch Kräuter. Mal gucken, wir starten erstmal mit diesen wichtigen hier und der Paprika und dann gucken wir, ob wir noch Lust haben heute. Du weißt, dass gerade alle Menschen in dein Ohr schauen. 4.
Die dicke Bohne machen wir dieses Jahr zum ersten Mal. Die hatten wir letztes Jahr nicht. Ich habe die jetzt in die Coupé 24 gepackt. Das reicht auch erstmal 24 Pflanzen, wenn die alle aufgehen. Jetzt noch anwässern mit der Ballbrause. Und dann kommen die in den kalten Bereich, denn dicke Bohnen, die brauchen nicht viel Temperatur, um zu keimen. Das heißt, hier ab in den Wintergarten haben wir aktuell so 15 Grad. Das, was wir eben ausgesät haben, die verschiedenen Sorten an Sellerie, Porree und Basilikum, das sind auf jeden Fall wärmerliebende Pflanzen zum Keimen. Das heißt, so 15, 20 Grad oder auch ein bisschen mehr ist da vollkommen okay. Das heißt, die bleiben erstmal hier in unserem Wohnzimmer in der Nähe der Heizmatte. Auf die Heizmatte kommen sie aber nicht, sondern nur auf die Fensterbank, wo drunter die Heizung ist. So, angießen. Wenn ich jetzt gleich hier fertig bin, dann zeige ich euch mal, wie weit die Physalis, Chilis und Paprikas da draußen sind. Die Anzuchterde, die habe ich jetzt direkt hier, ohne die vorher nochmal zu dämpfen, in die Platten gekippt. Mir ist das einfach ein bisschen zu viel Arbeit, denn wir brauchen große Mengen davon und das alles im Backofen zu machen, dauert einfach zu lange und kostet zu viel Energie. Letztes Jahr habe ich das auch nicht gemacht und hat super funktioniert mit den Gelbtafeln und so hatten wir keine Probleme. Darauf hoffe ich in diesem Jahr einfach auch. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe diesmal eine andere Anzuchterde genommen aus dem Baumarkt. Letztes Jahr hatte ich die aus dem Gartencenter, eine ziemlich teure. Mal sehen, ob das hier jetzt irgendeinen Unterschied macht, aber bisher, wenn ihr euch gleich die anderen Pflanzen anseht, werdet ihr sehen. Sieht alles gut aus, zumindest meiner Meinung nach. So, jetzt kommt mal mit. Wir haben jetzt hier gerade 17 Grad. Hier seht ihr jetzt mal die Jungpflanzen aus dem Januar. Wir haben hier die Physalis, Tropicana, Chilis, verschiedene Paprikasorten. Und was ich richtig bemerkenswert finde, ist, dass wir letztes Jahr von den roten oder roter Augsburger, die Paprikasorte, das sind die großen Spitzpaprikas, haben wir eigenes Saatgut gezogen. Und ich hatte noch welches aus der Tüte. Und das seht ihr hier in dem Bereich. Interessant ist jetzt wirklich, dass das selbstgezogene, also das frische Saatgut, viel besser aufgegangen ist. Und ihr seht hier, die Pflanzen sind schon wesentlich größer als das, was aus der Verpackung gekommen ist. Ja, mal gucken. Ich hoffe natürlich, dass die sich nicht irgendwie fremdbestäubt haben und da irgendwas anderes draus wird am Ende. Aber ihr seht, die Pflanzenlampen, die haben es auf jeden Fall in sich. Gerade die Physalis, da sieht man es am besten, die wachsen nicht so in die Höhe wie letztes Jahr, wenn ihr euch erinnern könnt. Oder ich suche die Aufnahmen mal raus und blende das hier ein. Die waren ja hinterher ewig groß geworden, fast einen Meter oder so, als wir die dann rausgepflanzt haben. Und hier aktuell sieht man, wie die schön unten bleiben und hoffentlich diesmal richtig buschig werden. Genauso auch die Paprikas. Jo, so sieht das aktuell aus. Wir haben hier jetzt gerade 18 Grad, weil die Tür eben auf war. Aber in der Regel ist hier so zwischen 15, 16, 17 Grad. Und deswegen auch jetzt hier die dicken Bohnen. Jetzt gucken wir, jetzt haben wir noch so ein paar andere Aussaaten. Da nehme ich euch jetzt aber nicht mehr mit. Ich meine, es ist ja immer das Gleiche. Ich bringe noch ein bisschen Schnittlauch aus und die ersten Kohlsorten, Brokkoli und Blumenkohl. Da mache ich jetzt noch eine Coupé-Platte fertig und dann ist auch Feierabend für heute. Die Lampen nochmal ausgezeichnet und man sieht wirklich einen super Unterschied. In diesem Bereich hier ist meine Keimstation für die wärmeliebenden Pflanzen, sprich Paprika, Chilis und so weiter. Die stehen hier auf einer Heizmatte in Keimschalen. Aber ich habe auch noch was ganz Besonderes für euch. Und zwar in dieser Schale, dieser hier und der hier. Wir testen dieses Jahr Erdnüsse aus. Ich habe mir da von Sperli Saatgut geholt und in diesen beiden hier sind ganze Nüsse. Die sind noch überhaupt nicht gekeimt und die gebrochenen, die kaputt waren in den Tüten, die habe ich in dieses Schälchen hier gemacht. Und da sehen wir jetzt die ersten Keimen. Ich habe in einem YouTube-Video gesehen im Internet, da wurde davon abgeraten, die kaputt gebrochenen noch irgendwie zu verwenden. Die Jungs haben die da weggeschmissen. Ich sage euch, es klappt und zwar besser als die ganzen Nüsse. Ja, ich freue mich mega. Also hier keimen die ersten und wenn das funktioniert, dann werden wir auf jeden Fall Saatgut holen, damit wir nächstes Jahr die Produktion bzw. die Anpflanzungsmenge noch wesentlich erhöhen können. Das Saatgut ist richtig teuer und da sind immer nur so ein paar, ich glaube 8 Nüsse pro Packung. Ich hatte mir 2 geholt, also 16 Stück. Gucken wir mal, wie viele Pflanzen daraus entstehen. Und ja, wie gesagt, wenn es klappt, dann vermehren und nächstes Jahr Vollgas, denn wir essen alle gerne geröstete Erdnüsse.
Des Weiteren habe ich hier ein paar richtig krasse Chili-Sorten rausgesucht, von Schärfegrad 1 bis 10. 10, wer hätte es gedacht, es ist die Carolina Reaper. Lange Zeit die schärfste Chili der Welt, mittlerweile von Pepper X abgelöst, seit kurzem aber erst. Trotzdem möchte ich das einmal alles probieren. Ich habe verschiedene Sorten, die blende ich ja hier einmal ein, mir bestellt und bin schon richtig gespannt. Und dann gibt es hier irgendwann im Herbst ein Chili-Tasting, würde ich sagen. Die Carolina Reaper keimt auch endlich. Die ist wirklich verdammt zickig. Die anderen auch, also insgesamt eine sehr schlechte Keimrate. Ich habe zwei verschiedene Sachen ausprobiert. Einmal in Klarsichtfolie mit feuchtem Zeba, Klarsichtfolie, Zipperbeutel mit feuchtem Zeba, um die Keimung zu beschleunigen. Das hat auch gut funktioniert. So in der Erde klappt es aber auch. Die sind jetzt direkt in der Erde gekommen hier. Und hier sind auch noch ganz viele verschiedene Sorten drin. Jeweils immer nur 3-4 Samenkörner. Wir gucken mal, was daraus wird. Damit das wieder so gut klappt wie letztes Jahr mit dem Trauermückenbefall, habe ich natürlich wieder Gelbtafeln besorgt. Ich hatte letztes Jahr welche aus dem Profibereich. Dieses Mal ein viel größeres Pack, günstiger, bei Amazon einfach bestellt. Da sind 60 Stück drin, das soll wohl reichen. Und ich statte auf jeden Fall pro forma alle Platten mit mindestens einer Tafel hier aus. Die funktionieren genauso gut, muss man nicht so viel Geld für ausgeben. Man sieht es ja an den bereits verwendeten, die kleben voll. So. Da eine hin, brauchen wir auch gar nicht zu sparsam mit sein, nehmen wir noch eine zweite. Was auch richtig gut funktioniert gegen die Trauermücken, ist einfach Sand hier auf die Oberfläche der Erde zu streuen, denn das mögen die überhaupt nicht. Und die dicken Bohnen, die wir hier eben eingesät haben, die stoßen einfach durch den Sand durch. Auch das haben wir letztes Jahr schon so gemacht, funktioniert richtig gut. Da sind wir schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig und hat euch natürlich auch einige Informationen mit auf den Weg gegeben. Ich freue mich jetzt tierisch auf die nächsten Tage, denn das Wetter soll gut werden. Wir gehen raus. Wir werden bestimmt auch die ersten Aussaaten im Freiland erledigen. Also es lohnt sich, hier dran zu bleiben, ein Abo dazulassen, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar. Wie ihr wisst, beantworte ich alles. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also macht's gut, keep it green und bis dann. Thank you.